Ja, sehr geehrte Präsidentin, verehrte Kollegen, Herr Hauer, danke für das Ehezerwürfnis, was Sie hier eben zwischen SPD und CDU sehr gut zelebriert haben. Das ist sicherlich gute Wahlkampfhilfe für die Europawahl. Aber kommen wir zur Zielgeraden, auf der sich dieses Gesetz und die EU-Prospektverordnung befindet. Dabei muss ich an dieser Stelle noch mal ausführen, dass die Diskussion am 8. April des Jahres in der Anhörung dazu sehr spannend und interessant war. Und viele Dinge, die eben wichtig waren und die von Fachleuten in dieser Diskussion genannt worden sind, wurden von Ihnen nicht berücksichtigt. Aber ich muss auch mal ein Lob aussprechen. Das ist das erste Mal. Also ich denke, der Abend ist noch voller Wunder. Tatsächlich haben SPD und CDU kurz vor Schluss dann doch noch mal erkannt, dass beim Crowdfunding nachgelegt werden muss. So war es doch beim Crowdfunding bisher so, dass das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen untersagt war, wenn ein Emittent einen maßgeblichen Einfluss auf entsprechend einen Einfluss ausgesetzt war. Das war gut so und das ist richtig. Und nun nehmen Sie auch die andere Seite der Medaille, und das ist tatsächlich lobenswert, ins Visier, dass nämlich auch, wenn der Anbieter des Crowdfunding, also die Dienstleistungsplattform, einen Einfluss auf den Emittenten ausübt, hier eine Ergänzung in § 2a Absatz 5 im Vermögensanlagegesetz vorgenommen wird. Das ist richtig so. Aber kommen wir in der Kürze der Zeit zu den Kritikpunkten. Ich möchte nicht den Anwalt Mantil in Gänze zitieren, aber er hat sehr gut deutlich gemacht, ein Prospekt darf in Deutschland auch in englischer Sprache entsprechend imitiert werden, in englischer Sprache. Das heißt, für denjenigen, der sein Recht einfordern will, er muss ein teures Übersetzungsbüro damit beauftragen, damit er entsprechend sein Recht durchsetzt. Das heißt, bei einer Anlage von 10.000 Euro, das hat der Herr Mantil ja durchgerechnet, bei einem durchschnittlich 220-seitigen Prospekt wäre der Anleger dann tatsächlich bei etwa 15.000 Euro Kosten nur für das Prospekt. Meine Damen und Herren, das ist zynisch. Ich bitte Sie endlich mal, wenn Sie denn regulieren, in Europa mal mit Gewicht aufzutreten und dort Druck zu machen, dass diese Richtlinie dahingehend in Europa geändert wird. Zweitens, und das habe ich immer gesucht, hier in den Reden gesagt, der Anlageschutz ist komplett hinten runtergefallen. Sie haben die Anlageschwellen von 10.000 Euro auf 25.000 gesetzt. Sie haben weiterhin nur ein formelles Prüfungsrecht der BaFin. Aber der Hammer ist eigentlich, und das haben Sie hier verschwiegen, Herr Hauer, das Crowdfunding, was ja für Venture Capital und Risk Capital, also Start-ups, junge Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen sollen, Sie haben eben vom Mittelstand gesprochen, werden mittlerweile rund 60% des Crowdfundings, das sind 220 von 346 Millionen Euro, für Investments in Immobilien genutzt. Es werden einfach schlichtweg Immobilien finanziert. Und auch dort haben die Fachleute in der Anhörung gesagt, natürlich gehen jetzt Anlagen, wenn sie über das Crowdfunding finanzieren, in minderwertige Immobilien, in Immobilien, die eben im A-Markt oder dort, wo Banken und Versicherungen und Sparkassen tätig sind, keine Finanzierung finden. So tragen sie mit diesem Gesetz sogar dazu bei, dass durch das Crowdfunding-Investment riskante Investments vorgenommen werden in einen ohnehin überhitzten Immobilienmarkt, meine Damen und Herren. Wo ist denn da bitte schön der Anlegerschutz und wo ist denn da die Sicherung und der Weg einer gesunden Marktwirtschaft? Das ist an dieser Stelle leider nicht gegeben. Daher trotz einiger guter Lichtblicke in dem Gesetz, ich komme zum Ende, werden wir diesem Gesetzentwurf so nicht zustimmen können, denn der Anlegerschutz ist hier nur ein blankes Märchen zu später Stunde. Dankeschön. Für die Fraktion Die Linke hat nun Hubertus Däbel das Wort.